von draussen hat rein wollen. Und es hat nicht rein können und hat unheimlich gedrückt. Es war auch traurig gewesen, weil das Licht nicht reingehen konnte. Und dann ist es zurück. Und das habe ich alles akustisch gehört. Was ich an ihm immer bestaunt habe, ist seine stetige Neugierde gegenüber unbekannten Sachen. Das sind Welten für mich, das ist nicht einfach ein Arbeiter. Da ist viel mehr. Bescheiden, du hast schon gesagt, für mich war auch der Zweifel, nicht? Also in der Welt, in der wir heute leben, ist der Zweifel nicht das, was einen weiterbringt. Ne? Da weiß man immer alles und hat alles und kann alles, ne? oder ist alles. Und er war genau das Gegenteil davon. Und genau das ist ehrlich und funktioniert in seinen Bildern einfach da. Das ist eben da, was dich ja eben auch auszeichnet, das ist die Nähe zu den Menschen. Also das war für uns sehr erstaunenswert und ich glaube, das macht auch den Film nochmal interessanter, weil er einfach offen spricht über persönliche Sachen und Ängste, Zweifel und ja, es kommt einfach raus. Im hohen Alter noch, ich glaube, das war Mitte 70, noch eine Digitalkamera zu kaufen und mit der nochmal ganz andere Sphären eigentlich eingehen oder auch einfach sich auf diese skurrilen Situationen und diese Menschen einzulassen, was dann, also ich bin der Meinung, dass viele tolle Bilder eigentlich auch dadurch entstanden sind, dass er eben bereit war, einfach diese Wege zu gehen und sich komplett und offen darauf einzulassen. Das Leben ist nicht ewig und zerbröckelt. Du hast gestern auch an der Vernissage gesagt, du hast am 22. August war es, in der Nacht, bevor er gestorben ist, also letztes Jahr, den Film fertiggestellt. Also er hat immer wieder den Film, also hat er angeguckt und gesagt, ja, das Bild, das muss ein bisschen heller sein, dann ein bisschen dunkler. Also, da war er immer sehr genau, was das anbelangt. Und ich glaube, für ihn war es sehr ungewohnt, sich so lange zu sehen und sich so lange hören zu müssen. Und wie eben vorhin gesagt, er hat das die ganze Zeit während den Dreharbeiten immer hinterfragt. Und dann beim Film, es gefiel ihm die Geschichte, aber ich glaube, er war immer wieder an den Fakt gestoßen, ja, wieso jetzt ich da drin? Der Hugo sieht, riecht, schmeckt, tastet mit dem Auge. Und es gibt dieses Foto von dem Gießer, also das ist auch ein Filmplakat mit einem Metallhelm. Und als wir in Berlin waren und er seine Ausstellung hatte in der Argos Fotokunstgalerie, kam eine schwedische Familie kam vorbei und haben das Plakat angeschaut und sind in die Galerie hineingelaufen und haben gesagt, hey, das ist unser Großvater hier auf dem Foto. Wer hat das gemacht? So, gibt es noch mehr Bilder davon? Und dann waren die per Zufall irgendwie in Berlin zu dieser kurzen Zeit, wo die Ausstellung war. Und dann hat sich echt herausgestellt, dass ihr Großvater damals in der Schweiz in einer Gießerei gearbeitet hat und sie sind dann per Zufall auf dieses Bild gestoßen.